Yo Leute, was geht ab? Meine Mutter, wie es vorhin im heutigen Video regeln wir auf Wannabe sein 1 Million Abonnenten Special, wo Wannabe sich zeigt. Falls ihr euch das ganze Video angucken wollt, dann habe ich euch einfach ganz oben in der Videobeschreibung das ganze Video hier eingeblendet. Das Ganze ist ein Reaction-Video. Wie gesagt, ganz oben in der Videobeschreibung ist das ganze Video. Da könnt ihr euch ja nochmal den Weg zu den 1 Million angucken. Ist wirklich mega cool. Aber im heutigen Video reagiere ich auf sein Aussehen, wie er aussieht, Freunde. Weil viele von euch sich das gefragt haben und ich mich auch. Ich schaue den schon wirklich sehr, sehr lange. Und ich kenne den Kanal auch schon wirklich sehr, sehr lange. Wie gesagt, Quelle ist auch nochmal hier oben eingeblendet. Ist ein ganz normales Reaction-Video. Falls du Wannabe das Video sehen willst oder sehen solltest und das nicht möchtest, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben, dann nehme ich dieses Video sofort offline. Du weißt Bescheid, das ist für mich kein Problem. So, wir starten mal direkt rein und schauen einfach mal rein, Freunde. Okay, das ist hier gerade noch für Lootboy. Wie gesagt, schaut euch das Video komplett gerne auch an, Leute, aber heute geht es darum, wie er aussieht. Okay, man sieht ihn hier, er hat jetzt hier sein Handy in der Hand und eine Spitzhacke aus Vorteil und den Iconic-Anzug. Okay, interessant. Das ist cool gemacht, Freunde. Schöne Wohnung auch, muss man echt zugeben. Ja, ist eine schöne Wohnung. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Ich hoffe, ihr hört alles. Okay, Freunde. Er hat sogar eine Iconic Maske, ey. Oh. Okay. Krass. Oh, jetzt habe ich verklickt. Ups. Jetzt muss ich wieder zurück. So, zurück. Okay, Leute. Erstmal Props an das coole Outfit vom Iconic Skin. Finde ich cool. Würde ich mir auch holen. Und so sieht Wannabe aus. Heftig. Ist ja krass. Respekt, Digga. Also, was soll man groß sagen zu meinem Facecam? Ich finde es super cool, dass er das Ganze macht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich würde es auch machen, aber ich würde es bitte auch irgendwie als Abonnentenziel setzen. Aber es ist, wie gesagt, super cool, dass Wannabe sich, wie gesagt, jetzt zeigt. Ich lasse einfach mal laufen. Es ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Er sieht stabil aus, ne? Ich weiß nicht, wenn Leute irgendwas gegen Leute sagen mit Facecam vom Aussehen her und dann selbst nicht mal irgendwas machen, so, jetzt nicht so YouTuber nur, sondern auch in den Kommentaren, Leute, also falls irgendwer jetzt irgendwas dagegen sagt, lass es einfach sein, ne? Der ist ein stabiler Kerl, Leute, muss man ehrlicherweise auch mal zugeben. Stabil sieht der aus, ist auch ein cooler Typ, ehrlich. Also, ich feiere ihn. Ihr könnt, wie gesagt, auch das Video komplett euch angucken. Wie gesagt, der Link ist auch unten als allererster Link ganz oben in der Videobeschreibung zu seinem Video. Weil 1 Million Abonnenten, zum Beispiel, Leute, da sollte man auf jeden Fall immer supporten, so gut man auch kann. Es ist so gut geschnitten, das ist krass. Das glaube ich. Ihr müsst euch ja vorstellen, Freunde, ich stand schon öfter vor der Entscheidung, mich auch auf YouTube zu zeigen, aber es ist wirklich sehr, sehr aufregend, ne? Also, ihr seht auch schon... Man ist normal ein bisschen aufgeregt. Auch wenn viele Leute euch denken, man nimmt doch das Video auf, schaut dann in die Kamera und dann schneidet man erst das Video. Also man ist gar nicht so live direkt im ersten Moment. Aber doch, Leute, es ist schon wirklich krass. Weil das Video können halt so und so viele Menschen sehen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, das Video hat gerade 30.000 Aufrufe von Wannabe und er hat schon 32.000 Likes. Also das könnte sein, dass das Video jetzt schon über 100.000 Aufrufe Echtzeit hat, was viele auch nicht verstehen. Das sieht aber wirklich cool, also wirklich ein cooler Kerl, ehrlich. Das ist auch korrekt, Leute, dass er sich immer so bedankt. Ne, man muss auch zugeben, er bedankt sich sehr, sehr oft. Sehr gerne. Cooler Typ, ehrlich. Cooler YouTube-Kanal auch. Für mich ist das Ganze immer noch besonders, ein Video hochzuladen. Das ist cool. Ja, Mann. Das ist wirklich krass, ehrlich. Das ist, also er ist wirklich, glaube ich, auch der größte Fortnite-YouTuber von den Aufrufen her. In Deutschland tatsächlich, ja. Da können schon mithalten mit den amerikanischen. Das ist wirklich krass. Das ist echt korrekt. Das ist echt korrekt. Es ist wirklich ein cooles Video, Leute. Wie gesagt, ich muss euch ehrlicherweise sagen, an sich, cooler Typ. Finde ich cool, dass er Face gemacht hat. Ich respektiere das mega. An die Leute, die jetzt irgendeinen dummen Kommentar schreiben wegen Face und aussehen. Ich finde, es sieht stramm aus. Was ihr euch denkt, ist mir eigentlich egal. Schreibt nichts Negatives in die Kommentare. Nicht bei mir, nicht bei Ihnen, nicht bei irgendjemand anderen. Bevor er euch selbst irgendwie gezeigt hat und dann auch nicht, das ist unnötig. Er ist ein cooler Kerl auf jeden Fall. Großen Respekt von mir an dieser Stelle und schaut euch unbedingt das ganze Video an. Ich meine, es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Deswegen habe ich auch hier nochmal ganz oben, wie gesagt, die ganze Zeit sage ich das auch, die Quelle, sein Video reingepackt. Und ich habe euch natürlich auch nochmal hier die Quelle eingeblendet, wie gesagt, Reaktionsvideo. Wie gesagt, Wannabe, wenn du möchtest, dass ich das Video offline nehme, nehme ich sofort offline. Habe ich, wie gesagt, überhaupt gar kein Problem mit. Und ja, wirklich sehr, sehr cooles Video. Lasst ihn gerne auch ein Like da, schaut euch das Video vom Anfang bis zum Ende an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, euer Wies. Ciao.